Warte mal, ist Kevin da? Ich call ihn Discord. Mal gucken, ob er online ist. Gangland. Gangland, Gang War. Da. Er soll mal Discord reingehen. Kevin macht 24er. Ja, warum geht er denn nicht auf Discord ran? Der Hundesohn. Da. Ey, yo. Lass mal 1 gegen 1 auf Gangland machen. Bro, du hast keine Chance, was redest du? Du hast keine Chance. Wollen wir ums Hub spielen? Willst du ums Hub spielen? Ja, komm. Komm. Aber übertreib nicht, um 5 Subs, komm. Ja, komm. Komm. Wenn du Eier hast. Ey, gab es bei dir auch damals so Galaxy-Ding? Wie nennt man das? So Kinderland oder so? Wo es so Jump House gab und dann irgendwie so Parcours und sowas? Was laberst du? Bruder, so. Als ob du das nicht kennst. Guck mal, guck. Toys R Us meinst du? Toys R Us, Bruder, hast du alles gefickt. Bruder, das ist wie so ein Jump House halt nur für Kinder von damals. Ab und zu haben welche aus deiner Klasse da Geburtstag gefeiert. Oder ich rede von, wo du 12, 13 warst. Bolino hieß das bei mir. Ja, Bruder, das muss jeder kennen. Chat, wie kann ich beitreten? Auf welche gehen wir überhaupt? Gangland. Gangland. Boah, ich bin so eingerostet. Wie geht man, wie macht man das? Du musst irgendwas eingeben, F2, ah. Hat Ali, naja. FFA-Zone. FFA, ja, aber wir müssen gleich, Ding. Ja. Wir müssen irgendwie Private Lobby. Ah, warte mal. Private Lobby müssen wir machen. Warte mal kurz, ich füge mal kurz, warte mal. Kann ich nicht Whisky in Call hinzufügen? Doch, mach rein. Warte mal. Irgendwie muss man was eingeben. Ja, stimmt. Machen, Private Lobby. Und wie macht man Schule, eine, oder? Wie macht man eine Private Lobby, Chat? Ali weiß das. Wo ist Ali? Schläft er noch? Nein. War er vorhin noch mit dir? Fucking Sleeper, man. Safe. Ich hab grad gefragt. Geht auch über F2? Wo? Lobbys. Ah. Private Room. Ah. Und ich kann. Aber wie erstelle ich ein? Ah, okay, warte mal. Hallo, bist du daheim? Wir sind auf Hope. Ich weiß, ich krieg mal 5 und so. Die Bruder, Rohat hat mich Ding. 1 gegen 1 will er. Oh. Auf Gangland. Bruder, ich wie glaub... geht man Private Lobby? Du weißt doch. Ja, du musst die erstellen über dieses eine Menü, aber ich weiß nicht mehr, wie du in das Menü kommst. Ich hab. Hast du? Okay, ja. Warte, ich komm jetzt gerade rein. Du wurdest. Okay, ja, ich bin wieder IC, ne? Okay, hallo. Jalla. Ciao. Okay, ich hab. So. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal Discord. Was ich da? So, jetzt probier ich nochmal reinzukommen. Aha. Okay, willst du erst einspielen oder Ding? Oder direkt? Ich weiß gar nicht, wie ich hier das. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lobby habe, Chat. Ah, hier, du musst in Sousas Lobby rein. Sousas Lobby, aber hast du sie privat gemacht? Ah, ja. Hast du Passwort, oder? Ja. Du musst ein Passwort, schick's mir auf Discord. Ja, hast du die Lobby gefunden? Dann muss ich darüber rein. Ich bin drin. Fucking Sleeper, man. Ich bin drin, ich hab ne Lobby. Okay, warte. Das ist Sousas Lobby, ist weiter unten. Okay. So, wen wähle ich aus? Wen hast du ausgewählt? Von der Farbe? Ich hab so einen Kolumbianer, so Kali-mäßig. Okay. Okay, komm. Mit welcher Waffe machen wir? Normal, Pistole.
Also okay, MK2. Was muss ich drücken? F2? F2, Lobbys. Private Lobby. Okay, Chat, macht eine Wette. Ob ich gewinne oder Dings. Machen wir um 5 Subs bis 30. Bis 30? Ja. Okay, Gangland Lobbys, Lobbys verlassen, FFA-Zone. Nein, nein, du musst auf private Lobbys. Da gibt's keine private Lobby. Also über F2, oder? Über F2. Über F2, ja. Ja, und dann steht da bei mir FFA-Zone, Gang Game, Lobbys, Lobby verlassen. Man kann das auch irgendwie clearen. Mit irgendeinem Chat-Command. Ali. Weiter runter scrollen. Lobbys, dann weiter runter scrollen. Okay. Robert Brown, Jamal. Sosa's Lobby. Ah, Slash Reset. Join. Du musst das Passwort eingeben. Hast du mir Passwort-Ding? Ja. Okay. Ah, Reset. Stats. Okay, jetzt. Okay, bist okay, du drauf? Warte, ich bin drin. Mit welchem Ding? Pistole, normale MK2. Pistole und MK2, okay, boah. Okay. Okay, warte kurz. Sag, wenn du ready bist. Okay. Ja, ich war ready. Bis 30, ne? Ja. Wo bist du, Lan? Mitte. Digga, ich bin so raus aus dem Game. Ich habe so lange nicht mehr gezockt. Wir haben damals so oft diese Gangland gespielt. Ja, aber wenn man einmal raus ist, ist man immer komplett raus. Oh mein Gott. Digga, ich bin noch auf deinen scheiß Kopf, Digga. Ich bin noch auf deinen Kopf. Hä? Oder? Boah, ich muss reinkommen. Ich muss auch reinkommen. So, jetzt. Ich brauche ihn nicht. Sleeper, man. Whisky, danke dir für deine 10 Gifte. Ich küsse dein Herz, Whisky. Bruder, wie kann ich das verlieren? Digga, ich war früher so gut. Oder wir müssen ab und zu mal wieder Gangland zocken. Ja, Mann. Oh. Okay. Whisky, ich küsse dein Herz. Komm her. Oder ich muss jetzt meine Gaming-Brille anziehen, oder wie? Jetzt bin ich drin, komm her. Oder spielt jetzt Whisky für dich? Ja! Oder. Nice. Ah! 4-4, aber alles gut. PC-Durchsuchung notwendig, schreib Whisky. Bruder, du hast. Gib mal Whisky VIP. Mods, geht das? Nee, du kannst nur selber geben.
Yes! Gebe ich gleich. Fünf, fünf. Komm her. Ja! Ah, ne, Siki. Ananisiki. Okay. Ah! Richtig. Ja, Bruder. Wer? Mal null Tarifbrille. Das ist die. 0 Euro habe ich dafür gezahlt. Er hat Aimbot angemacht, Chat. Fuck you, bitch, man. Er denkt, er ist in der P. Komm, komm, komm. Pira, danke dir für deine 5 Giftet. Es leckt! Es leckt! Es leckt! Es leckt! Das kann nicht sein. Wo bist du? Fuck you, bitch, man, Alter! Digga, ist es. Warte kurz. Ja. Okay, jetzt weiter. Digga, wie oft muss ich noch in sein Gesicht schießen? Digga, was? Digga, wie oft muss ich noch gegen sein... Es ist... Wie war nicht drauf? Ich habe mich 50 Mal gehittet in seine Kackfresse. Du Hurensohn, du machst keine Rolle! Ja.
Göttin ist King, Digga. Ey, das Bock krass, Alter. Ich hab das so lange nicht mehr gezockt. Digga. Ey, bei mir ist auch minus 30 FPS. Das ist wirklich geisteskrank. Ehrlich? Ja, ja. Respektlos. Fuck you, bitch, man, Alter. Oder habe ich Gleitcreme auf meiner Hand oder was ist da los? Oder. Meiner Brille habe ich dich. Wichtig, wichtig. Whisky gibt dir gerade Tipps, gell? 15-15. 15-15. Wichtig! Bruder, ich esse gleich meine Tastatur. Jetzt werde ich warm. Komm her. Anisikin. Oder ich hab mich doch selber nicht mal gesehen. Anneskin. Diese Lama-Junko-Ruch, Bruder. Fucking Sleeper, man. XAOHAT420. Richtig. Was ist dein DPI, Bruder? Ich hab da nichts DPI, mehr PI, Bruder. Ich hab da nichts eingestellt. Weiß nicht mal, was DPI ist, Bruder.
Ahnen ist die Kim, Digga. Warum klettert da überall rüber, Digga? Wie viele Kills hast du? Da steht 21 zu 18. Fuck you, bitch, man, Alter. Welche dürfen wir normale und welche Waffe noch? Pistole nur. Und MK2 oder normale nur? Also ich benutze die MK2. Aber normale Pistole ist, glaube ich, besser sogar. Ja, ja, ja. Willst du irgendwie, Ding, willst du mich verarschen, ob ich irgendwie noch Super RTL gucke, gell? Ich glaube, die ist besser. Okay, oh, beste Waffe, Digga. Ahnen ist die Kim, Digga. Digga, ist es so geblendet überall? Ja, ja, ja. Ah, warte. Warte, sie machen das danach. Wartest du? Ja. Du kannst Schrägstrich Night machen oder Nacht oder so. Warte. Warte. Okay, komm. Ich hab's gemacht. Mhm. Warte. Slash Night. Komm. Okay. Oh. Göttin ist die Kim. Vier Kills noch, du brauchst noch 10, ne? Ja. Ah, ne, ich brauch 6, du brauchst 10. Digga, was ist hier los? Diesen Right Pick bekommst du nicht. Fuck you, bitch, man! Richtig. Oder wie viel brauchst du noch? 4. Ich hab den Vorsprung. Fuck. Richtig. Jetzt setz mich gleich auf eine Flasche. Wichtig.
Zwei Kills noch. Komm her. Komm her. Bitte, Bruder! Bruder, jetzt läuft ein Liebeslied, Bruder, als ob die wussten, dass ich verliere. Bitte! Ich hab kein Money. Fuck you, bitch, fuck you. GG, meine lieben Freunde. So einfach gewinnt man dann aber auch 5 Subs. Was soll man mit anderer Waffe machen? Welche? Mit Tech. Ja. AP oder was? Tech. Reihenfeuerpistole. Oben rechts ist das. Die zweite von oben rechts. Ah, Reihenfeuer. Okay. Hm. Oder ich hätte nicht gewusst. Ah. Ist echt schnell reingekommen, Alter. Oder diese Right Pick, Bruder. Wie schnell ist diese Waffe leer, Digga? Ja, ja. Deswegen muss man ein Trommelding drauf machen. Warte, man kann die sogar modifizieren, glaube ich. Hier? Ja. Mann. Digga. Ja, Bruder. Bruder, die ist ja richtig schnell leer. Digga, ich war doch drauf. Ja, warum habe ich 60 FPS gekappt? Keine Ahnung, Bruder. Ich kenne mich damit nur los. Wie viel FPS hast du gerade? 100. 100, also 100 so. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt 60. Okay, wo bist du, Alter?
Ich wusste, du gewinnst, Digga, weil du die zweite Rolle gemacht hast. Ja, immer wenn man die zweite Rolle macht. Das habe ich im Kopf, Bruder, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Tricks. Ich mach der Headglitch, Bruder, als ob wir auf Nuketown wären. Mit den Skin, Digga. Kali-Hose gibt Aim. Weiß ich nicht. Komm, lass noch Dings. Best of 5 jetzt. Best of 5. Bruder, ich fick dich und deinen Right Pick, Bruder. Ich hab noch nie diesen Sinn von diesem Right Pick verstanden. Bäh. Ja, Bruder, willst du mir den Arsch greifen? So, ein Kill noch, dann ist vorbei. Bei mir. Ja, fuck you, bitch, man. GG, Bruderherz. GG. GG, Mann, GG. Warte. Hey, ja. Digga, es gibt ja noch schlechtere als mich. Bruder, lass mich mal wieder einspielen, Bruder. Jetzt hast du mich. Bruder, jetzt hab ich wieder die Sucht. Rufus 1, Bruderherz, danke dir. Küss doch dein Herz, danke dir für deine Sache. Vor uns, sag ich, Liste, Bruder, lass mich doch essen. Lass mich, kommst du jetzt RP? Wir sind ja alle drin. Ja. Wie Heide, bis gleich. Okay, ja, bis gleich. Ja, das war ja easy, Chat. Das war ja easy. GG, Digga. GG, Chat. Why you keep fucking with me? Ja, Chat, ich bin ein guter Spieler. Kann man nicht abschneiden. Oh. Wenn ich da erstmal ein bisschen reinkomme, Chat, dann rasiere ich die Ingame. Wer ist das denn? Das ist ja eine Scheißkarre! Er hat einfach sein Auto aus Real Life Chat. Ich fahre jetzt ohne einen Unfall. Zählt nicht als Unfall. Zählt auch nicht als Unfall.
Kabibi, was kommst du in meine Nutte? Machst du Stress da unten in der Sonne, hä? Machst du Stress oder was, du Bastard? Ey, ist doch alles gut. Oh, ey, betreib dir direkt die Schere. Mast, was machst du, Hundesohn, hier? Ich weiß nicht, ich bin bei Ali und Voicecrack, weißt du, so, und Mafufo, so, das sind meine Freunde, weißt du, so, deswegen. Oh. So, wieso soll der eigentlich gerade hin, oder was? Nee, der Bastard, was kommt morgen? Deine Mutter. Hey, das Motherfuckers, Alter. Habibi, was geht? Was geht? Ey, ja, was ist Schlagring? Ja, da haben Schlagring gewusst und haben wir. Hä, wieso? Ja, stabil, Alter. Was ist hier? Ja, fang doch nicht so an, bitte. Respekt. Nein, Ali, bitte. Ich will das ehrlich wissen. So. Okay. So. Hey, warte, ich brauch nochmal direkt einen Vergleich. Sag mir pack mal den Wagen weg, pack mal den Wagen weg. Welche meinst du? Hier, der BMW. Pack dir mal irgendwo hin, Alter. AJ, wiederhol mal bitte, was er sagt. Wieso ist das? Was wollte ich sagen? Einfach, was er sagt, wiederholen. Damit, ja, also wenn er gleich was sagt, damit wir einen direkten Vergleich. Ich hab geholt, Schlagringe und Hammer. Wie viel? 20 Schlagringe, 5 Hammer. Massina, Ari, Massina, oder? Endlich diese Hammer, bist du, ja? Ey, Sosa, die zwei, das sind AJ und T-Dog, die wollten sich vorstellen. Der eine ist der Island Boy, vielleicht kennst du den noch. AJ ist immer Island Boy, komm, sieh mal Island Boy. Wow, okay, warte. Cause I'm a Island Boy, fine to me. Cause I'm a Island Boy, yeah. Du bist der Hund. Ey, der Hund, der so verrückt ist. wer ist der andere nochmal? Ne, der nehmen? Ich bin T-Dog, Mann. T-Dog? Yeah. T-Dog, Mann. Ah, Sosa, kennst du Robocop? Die Frage aller Fragen ist die Standardfrage natürlich, die man jedes Mal als erstes stellt. Könnt ihr gut schießen? Ja, ich bin eine 8. Was? Das ist Cape. Nein, Bruder, was für Cape, du kannst gar nichts, so. Junge, was redest du da? Komm. Nein, halt die Fresse, bleib hier. Er wurde schon gerade gefickt. Die Frage ist aber, was für Hack die mitbringen, ja, Sosa? Ob die Hack mitbringen, ja? Ja, das muss Sosa noch verstehen. Gutes Hack, ja. Ich glaube, der hat ein paar Autos, der hat Hack, diese AJ. Warte, AJ, was hast du? Sosa, Wolfgang, Ali, komm mal kurz. Ja, Mafufo, der Auto und so. Nein, wie viel? Was wie viel? Mafufo kann. Komm. Hör mir zu. Ja. Jedes Mal, wenn jetzt einer reinkommt, musst du immer ihnen irgendwas stellen, dass wir die Loyalität testen. Einer muss uns 10.000 bringen, der eine muss uns eine Tag bringen. Das muss so sein, weißt du? Wir können nicht einfach so rein. Genau, wir müssen immer was mitbringen, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Ja, aber das ist doch gleich ein Baby. Schau mal, T-Dog wollte schon einen Transporter bringen, der hat noch ein paar Guns, ja? Ja, bei AJ sagt einfach zwei Autos, der Hund ist 18 Autos oder so. Aber wenn nicht, soll er sich schon welche holen, ja? Also ah, Purette hat ein neues Video? Was sagt, die sollen erstmal was bringen und so, und dann kriegen die Gesprächs. Das ist halt doch nicht mal rein, oder? Oder was? Doch. Ey, Jungs, warte mal. ApoED hat ein neues Video, warte mal. Was? Eins. Ja, moin Leute, Apos auf Trockner, schaut mein Lieben Freunde mit einem weiteren leckeren Video. Verzeiht, dass ich so lange weg war. Bin ein bisschen krank geworden, eine harte Grippe hat mich erwischt, aber alles easy peasy. Es wird ja viel Müll über den allerersten Bericht. Aber ich sage, das kenne ich, bin ich gewohnt. Schon seit 10 Jahren, Freunde. Ist halt normal. Ist, glaube ich, normal, wenn man aber der Main Character ist.
Aber der Main Character. Apo Red ist Millionär, ist sein Titel. Es gibt Leute, die sagen, Red, jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige dich doch mal dafür. Jetzt entschuldige dich doch mal dafür. Bla bla bla. Ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Red, du bist Brokey Mokey. Aber machst du auf Richie Michi, das geht gar nicht. Entschuldige dich mal dafür, sprich mal Tacheles. Mach mal den realen Hasen. Mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. So wahr ich hier sitze, das mache ich. Das ist ja gar kein Problem. Und da sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Da habe ich euch eigentlich nichts Falsches gesagt, Freunde. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Hase. Klar, ihr wisst, es ist jetzt nicht wenig Geld, aber ein Apo-ED, erpissen an den Dingens. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, Digga, was ist das für ein Video? Bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert, alles cool. Ne? Da haben wir schon mittlerweile raus. Was ist das? Gefunden. Die Versicherung hat aufgrund ein bisschen, ihr wisst ja, ne, Apo-ED ein bisschen verpeilt, hier ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt, bam, hat sie in den Insi-Modus eingeleitet. Alles cool, alles chico. Jetzt ist aber das Problem, wo sich jetzt viele denken, aber Digga, warum bist du noch immer drin? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Da kann ich ganz easy sagen, Freunde. Das liegt einfach daran, dass hier so, ja, so ein paar Verkalkulationen am Start sind. Das ist halt ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert und mega big am Start ist, dann kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen, die aber gerade jetzt gerade gerückt werden. Ne? Hä, was? Digga, was ist das für ein Video? Und warum ist er vor... Hä? Was passiert hier? Also die werden gerade Grase gerückt und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid. Apo RED, Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden hier von nicht AOH, 1, 2 Millionen, wir reden hier von ganz anderen Summen, der weiß ganz genau Bescheid, den Red, den gehört hier ein Drittel von der Chat, der trollt doch. Firma, hier und da ein bisschen was und da, also der weiß Bescheid, dem Hasen geht's gut und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Digga, der weiß, ich bin Millionär, ich weiß, ich bin Millionär, das ist einfach Fakt, das ist einfach ein Fakt da, das ist de facto. Und was soll ich noch großartig dazu sagen? Deswegen gibt es ja auch nichts zu entschuldigen nach dem Motto, tut mir leid, Freunde, ich habe ja die ganze Zeit den Richie gespielt, aber ich war es gar nicht. Das ist gar nicht der Fall gewesen, Freunde. Apo RED, Digga, was heißt denn für euch Rich? Ich laufe hier fresh gestylt herum die ganze Zeit, esse hier den feinsten Hasen. Ist ja alles nicht schlimm, ist ja alles cool. Ob der eine Thunfisch aus der Dose ist, mache ich ja auch manchmal, ist ja alles cool. Aber Fakt ist, ich habe nie was gespielt. Ich habe nie was gespielt, Bruder. Rich heißt, also für mich sowieso, jeder in Deutschland ist Rich, Digga. Wenn du, keine Ahnung, aus Bangladesch oder sonst wo kommst, wo, Digga, Armut hart ist, das ist natürlich ein anderes Level, das ist wirklich arm. Für mich sowieso, Rich ist jeder in Deutschland, aber wir wissen ja, Apo RED, super Rich, ne? Und das ist ja auch der Fall, das ist ja auch alles cool, da habe ich nie was gespielt, ne? Und deswegen finde ich das so ein bisschen dumm, wenn da irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, aber Red so und hier und da und Auto hier. Bruder, ihr kennt mich doch gar nicht. Was ihr alles gesehen habt, war übelste Fassade. Ihr seht hier ein Auto S-Klasse hier, Lambo da, Range Rover hier. Absolute Fassade. Sneaker Wert von 100 Mille, Klamotten Wert von 100 Mille. Absolute Fassade. Das, was ich wirklich, also die, ich sag mal, das Brutalste vom Brutalsten, das Wertvollste vom Wertvollsten, Digga, habe ich nie gezeigt. Habe ich nie gezeigt. Digga, aber ich weiß, ich habe viele Hater, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, hä? Ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es einfach nicht, ne? Also, alleine nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was ihr wahrscheinlich gesehen habt, gefühlt. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt viele Heidi-Madies habe, ne, immer so ein bisschen auf den sicheren Hasen gemacht, ne, immer so ein bisschen versteckt, immer ein bisschen geheim gehalten. Deswegen, nächster Punkt, den ich... Kann sein, dass es der Einkaufswagen ist und hier drin ist überall irgendwelche krassen Diamanten. Was ich natürlich auch ansprechen wollte... Es gibt halt erstmal nichts zu entschuldigen, weil einfach so diese Hauptkernursache, diese ganzen Theorien, die stimmen halt einfach gar nicht. Ne? Diese Insi-Minsi-Geschichten, das klärt sich alles cool, alles entspannt. Wie gesagt, Insi-Berater weiß Bescheid, dem Hasen, dem geht's prächtig, dem geht's mächtig und der klärt auch alles ganz entspannt.
die nächste Geschichte ist auch natürlich dementsprechend, es gibt halt viele Goofies, die erzählen so viel Müll in den Videos. Ja, Goofies. Selber, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also denkt nicht, ich bin da so, ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwie Videos rein und so. Mache ich gar nicht. Da habe ich auch gar keinen Bock. Ich kriege immer irgendwelche Infos von meinen Kollegen, von meinem Cutter hier, von meinem Kollegen da. Da sagt immer, Red über dich wird das berichtet, Red über dich das berichtet. Da lache ich oft darüber, hier und da. Da ist auch meistens nichts Relevantes dabei. Aber da wird auch teilweise so viel Quatsch erzählt, wo ich echt auch sagen muss, Digga, Leute, das ist das langsam geht in eine übertriebene Richtung. Kann ich auch sagen, am besten auf Correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Nimm doch immer einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Und ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist auch wirklich Kindergarten. Ich habe auch gar keinen Bock, jetzt irgendwie 5 Anwälte einzuschalten, die da 20 Briefe rausschicken oder 100 Briefe. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ne. Deswegen kann ich nur nett drum bitten, lass das einfach, weil ganz ehrlich, ich habe da auch keinen Bock immer zu hören, Red, du hast das gemacht, Red, du hast hier gemacht und mit irgendwelchen Pseudobeweisen. Das reicht jetzt auch wirklich. Nächster Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, danke nochmal an alle meine Fans, danke an all meine Zuschauer, die immer hinter mir stehen. Wir sind Löwen, ihr seid Löwen, Dankeschön. Ich krieg die ganzen Nachrichten natürlich, wo gesagt wird, Red, wir stehen hinter dir. Uns ist scheißegal, was über dich erzählt wird. Wir wissen, du bist ein ehrlicher, süßer Hase und du lässt dich auch davon nicht unterkriegen. Natürlich, als ob ich mich davon unterkriegen lasse. Das ist alles Quatsch so. Ich habe sogar auf ganz entspanntes, ganz lecky, lecky, schmecky 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war 3 Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach, jetzt auch in den letzten Tagen, ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig knackiger Stuff ab dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. Da gibt es auch ein paar Special Guests. Da kommt richtig feinster Crème de la Crème Hase. Da macht euch mal gar keine Sorgen. Ne? Da kommt ein richtig knackiges Häschen. Deswegen schaltet da gerne ein. Und ich habe ja schon anfangs, ich habe eine Sache, wo ich mich aber wirklich entschuldigen muss. Da muss ich auch ganz real sein. Da muss ich auch wirklich bei meinen Zuschauern, bei meinen Fans auch komplett real sein. Es gibt halt eine Sache, wofür ich mich entschuldigen muss. Und ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute getrollt habe. Digga. Darauf, dass ich irgendwie ernst auf die eingegangen bin, Retox gemacht habe, etc. Das war von Anfang an, bin ich ehrlich, ein Fehler. Dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte und was auch immer. Mich jucken eigentlich diese Leute gar nicht, so wisst ihr meine? Und euch sollten diese Leute auch nicht jucken, euch sollte auch nicht jucken, ob irgendwie... Fucking Player, danke für den zweiten Prime. ...Don X, ob er bekannt ist oder nicht, den anderen angeblich mal geschubst hat und das ist noch nicht richtig bewiesen. Das sollte euch eigentlich alles gar nicht jucken. Und ich habe mich ein bisschen davon beeinflussen lassen und deswegen wollte ich sagen, sorry. Ne? Von mir gibt es auch gar keinen... auch gar keine Form von Reaktion mehr. Ich weiß, ich habe sowieso nicht jetzt richtig auf die reagiert. Ich habe mal hier und da ein bisschen auf HOHI, mal ein bisschen mal so ein paar Retalks gemacht, aber nicht mal das wird es mir geben. Also gar nichts mehr. Ne? Also deswegen sage ich auch, bitte bewertet auch dann auch nicht mein Schweigen in Zukunft, weil es wird so oder so, in den nächsten 10 Jahren werden die Leute auch Scheiße über Red erzählen. Bewertet dann bitte nicht mein Schweigen als eine Art von Bestätigung, sondern seht es einfach als eine Art von, Digga, Red ist einfach der aller echte Hase, er ist einfach Main Character und Macher, er hat gar keinen Bock auf diese Goofies und Esel da irgendwie einzugehen, weil er ist Löwe. So, wisst ihr, was ich meine? So ist halt einfach so. Hab ich auch keine Zeit für so. Was allerhöchstens kommen wird, ist halt wahrscheinlich mal eine Abmahnung vom Anwalt oder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da lasse ich mal die Anwälte sprechen lassen, aber ich selber, Digga, ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe geile Videos produziert, ich habe richtig den Geschmack wieder gefunden. Und deswegen ab dem 1. November werdet ihr euch richtig Crème de la Crème Content erwarten. Da mache ich mal gar keine Sorgen. Ich überlege, ob ich noch irgendeinen Punkt hier vergessen habe, den ich noch erwähnen wollte. Ihr wisst, die meisten Videos mache ich voll Freestyle und so, gar kein Skript und so. Aber ich denke, das soll so gewesen sein. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. Brokey Mokey, hau hier, haha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, die sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Vollgoofies, werden niemals auf mein Level kommen, ist halt einfach Fact, Digga. Werden auch niemals Main-Character sein, weil ihr habt euch selber klein gemacht. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und Tschüssilein. Früher hieß es, Outfit passt zum Wagen, heute heißt es, man trägt aus, Outfit passend zum Container. Einfach Main Character, Seiten auf Schuldenstand. Outfit bestimmt aus der mit dem Altkleider-Container. Digga, ey, das ist wirklich. Aber guck mal, wisst ihr, was ich mich frage, Chat? Red, also,
ob jetzt Red Geld hat oder nicht, keine, also weiß ich nicht. Weiß, also, keine Ahnung. Das Ding ist, was ich mich frage, der hatte doch mal Fettkohle. Also, er muss er ja gehabt haben, allein wegen seinen Fortnite-Videos und so damals. Er hätte viele Schuhe, er hätte alles. Wie hat er das Geld verloren? Nein, ich glaube nicht der Casino niemals. So ein Typ ist Red nicht. Schlecht gewirtschaftet, kann auch sein. Ich verstehe es nicht, Digga. Keine Ahnung. Okay, Freunde, auf dieses Video habe ich gar keinen Bock. Es war auch gar nicht geplant, okay? Und ich muss dieses Video aufnehmen, weil es kommen wieder diese Opfer-Streamer. Für mich sind das wirklich nur noch Opfer. Streamer, YouTuber, was auch immer, ne? Es sind auch wirklich nicht viele Leute. Ne? Lass es 5-6 Leute sein, aber maximal. Ich bin am Ende des Tages, ich bin auf gar keiner Seite. Ich sag nicht, dass. Ich bin kein Typ, der irgendjemanden verurteilt wegen irgendwas. Ich. Nur wenn ich die richtige, hundertprozentige Wahrheit kenne, vielleicht dann. Ich bin neutral. Mich juckt das eigentlich auch gar nicht. Beleidigt der schon wieder, ja? Aber ich find's lustig. Ey, Tilo, chill mal. Ich beleidige dich. Was für Tilo? Ja, komm. Ey, Tilo, ich und Abo sind beide so. Also wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, der hat recht, er hat recht, dies und das hat recht. Es ist mir eigentlich am Ende des Tages wirklich... Aber was, also das Einzige, was ich sagen kann, ist, das ist schon krasses, was Mimi alles herausgefunden hat, so. Aber, dass ich das, also, dass Mimi, also, Bruder, also jetzt Real Talk, wie viele, also, ja, ne. Ich hätte da doch selber irgendwann mal keinen Bock drauf. Upper Red, Payback, Payback, Leak, Upper Red. Yeah. Willst du mit? Wir gehen Rick Schutzkette pressen bei seiner Arena. Okay, geil. Lauf bei dem fahren. Let's go, Jungs. Rick, Bruder, Rick. Bye. So. Ja, haben wir immer Roboto und so. Was bringt deine Karte mit zwei Sitzern? Ford Fiesta. Und sein Ford Fiesta. Rick, wir pressen. Hey, ich muss gucken, wo mein Audi ist. So. Ey, wir, Sosa, wir erpressen jetzt, Ding. Rick. Wir sagen, wir wollen Stutzgeld, weil er Ding heute Event hat. Hat er alles gefickt. Ich bin jetzt nicht fort, Fiesta. Rick ruft mich an, niemals, warte mal. Hallo. Sosa, du musst kurz sag ihm, dass wir gleich da sind. Wir sind was, ich muss vorbeikommen? Er hat so gerochen, dass wir da genau hinkommen. Ich schwöre, Rick hat wieder den Stunny Rick gemacht. Was? Rick hat wieder den Stunny Rick gemacht. Achso, ja, ich komme. Warte, er redet. Komm zur Arena. Weiß ja, ich bin sogar in der Nähe, ich bin sogar da jetzt. Okay, komm. Okay. Er hat zu mir gesagt, ich soll reinkommen, er muss mir was zeigen. Ey, wisst ihr, was ich crazy finde? Wisst ihr, was ich crazy finde? Ja. Dass Rick immer Olaf angerufen hat, als er wach worden ist. Ja, darüber haben wir das mal geredet. Gefragt hat, was er macht, obwohl er schon wusste, was er macht. Ey, hast du es wahrgenommen? Nee. Ist Bruder ist? Ja, aber ja, du musst eigentlich einparken. Ja. Ja, was passiert hier? Was willst du mir zeigen? Komm mal her, Rick! Komm mal her, so mal, ich wollte euch was zeigen, Alter! Ja, warte, zeig mir her, was du erstmal zeigen willst.
Okay, komm. Zeig mir, was du erstmal zeigen willst. Gib deinen Hack, Hammer, oder? Gib deinen Hack, Greg! Gib deinen Hack! Ja, mit dem Hack! Wir wollen deinen Hack, Greg! Hack sonst Hammer im Gesicht! Los! Ja? Sag mir. Das ist meine Arena, Mann! Hier kann man jetzt Basketball spielen und da kann man Armwrestling und siehst du das Bild dort? Also noch mehr Hack für uns. Siehst du das Bild dort? Ja, weil das macht. Ja, wir sind sowieso wegen dem Thema hier. Komm mal her, Rick. Komm mal her. Komm mal her. Das sieht aus wie ein Flappy. Also ab sofort alle. Also 50% deiner Einnahmen oder sagen wir 60% deiner Einnahmen gehen an MOB. 69%. Hast du verstanden, Motherfucker? 60% aller Einnahmen gehen an MOB, ja, damit du Bescheid. Ich hab gar keine Einnahmen mehr, Bruder. Was habt ihr gemacht? Bevor ist diese Pflege um dein 20. Warum wollen die anders 50% in Mr. Bitcoin haben, oder was? Bevor wir jedes Mal reinmarschieren und dich ficken müssen. Kali beschützt dir, aber was soll ich machen? Kali beschützt dir. Ja? Wie Kali beschützt dir? Ja, Kali ist hier. Links. Junge, die haben das letzte Mal hochgenommen, was. Also krass, wie sie beschützen, Alter. Ich könnte jetzt eine Kugel in deinen Kopf jagen. Beruhig dich, Mann. Ich dachte, unter Freundinnen, so Voice Crack und wo ist Ali hin? Ja, Freundschaft geht schon lange nicht mehr bei uns, ja? Der fickt gerade deine Mutter im Büro, Alter. Und, wir müssen unsere Hack holen, ja? Und wie läuft der Mobi so? Erzählt mal. Wunderbar, sehr gut, Alter. 60% haben wir jetzt Einnahmen von deiner scheiß Boxarena. Mhm. Wie findest du das Bild dort? Das hat er noch gar nicht gesehen. Sehr, sehr unangenehm. Und von deiner Mutter waren wir auch 90%, ja? Ich find's so lustig, dieses Muster. Ich muss so lachen. Ja, ich kann leider keine 60% geben. Warte mal, ist das eng? Ja, ja. Ui, warte mal. Ey, was geht, Willis? Warte mal kurz. Was denn? Sosa! Hat er gerade gesagt, er kriegt Schutz von Mr. Bitcoin? Ja? Yeah. Wieso hast du ihn da festgenommen? Ah, Motherfucker, und du bist doch ein Cop. Du bist doch ein Cop. Was war was anderes? Du riechst das doch, Alter. Du riechst nach deinem Vater. So, okay. Und das schicke ich mal an Bitcoin. Du riechst nach deinem Vater. Nein, ich schick das nicht, Mann. Ich schick das nicht. Nice, Digga. Bleib ruhig, Mann. Bleib ruhig, Homie. Bleib ruhig, Homie. Nicht beschützen, von denen hast du hier ein Bild aufhängen. Mit Police Weste, Alter. Kein Bild. Verpiss dich. Kein Bild, Mann. Kein Bild. Ey, Motherfucker, wir machen jetzt ernst, Alter. Geh da weg, Alter. Geh zur Seite, bevor wir dich ficken müssen. Mach kein Bild, Mann. Mach kein Bild. Geh zur Seite, Homie. Okay, Homie. Hey, Jungs, das muss ehrlich nicht sein, Mann. Warum macht ihr denn so, Alter? Ich dachte so... Warte mal kurz, ich ruf mal Bitcoin an. Hey, hör auf. Yo, Bitcoin! Susa, hör auf damit! Hey, Rick! Hey, haltet ihn den Knarren in seinen Kopf, der soll nicht zu mir kommen. Okay, yo, Bitcoin! Si, Susa. Also, guck mal bitte die Bilder, die ich dir gerade geschickt hab. Ja, ich guck sie an, ich kann nicht während des Telefons. Ja, Rick hat paar freche Sachen gemacht. Er hat in seiner Arena ein Bild aufgehangen, an die Wand, wo er dich festnimmt. Was? Ja. Warte, ich guck mir die Bilder an. Okay. Sorry. Aua. Also Bitcoin weiß Bescheid, Mann. Und er weiß auch nichts davon, dass Kali das Ding hier beschützt. Wie bitte? Ich dachte, wir haben das gemacht. Hey, yo, Jungs, beruhigt. Lass die Bitch mitnehmen, Mann. Leg den Seil an, den Bastard. Warte mal, das kommt nicht gut, Mann, sag ich euch ehrlich. Ja. Wo bist du? Boxarena. Ich komm dahin. Okay. Adios. Ey, Jungs, wir brauchen gar nichts machen, Alter. Wir brauchen gar nichts machen. Hört mir zu, Bitcoin kommt persönlich vorbei. Bitcoin kommt vorbei! Ja, der kommt persönlich vorbei, Mann. Ja, Mann. Ali, du kleiner Verräter, Ali. Mein Bruder Rick, was geht da, Bibi? Jungs, beruhigt euch mal, Mann. Was geht, Rick? Was geht? Was ist mit dir, Isco? Wir haben gerade noch Basketball zusammen. Rick, ich kann das jetzt. Rick, ich kann das jetzt noch klären, wenn ich 60% der Einnahmen nehme. Ich will auch 10%. Oder wenn ich so 60% machen würde, was wollt ihr von mir, Mann? Ich will 10%. Gib mir die 60% und ich lasse dich in Frieden. Bruder, ich hab kein Geld, Mann. Wie du hast kein Geld? Wie viel Geld hast du? Ich hab nichts in der Familienkasse, Mann. Deswegen hast du dir auch der Club läuft nicht. Rick, dieses Event heute findet sonst nicht statt, ja? Wir brauchen uns den Geld, Rick.
Hey Jungs, beruhigt. Wir wollen unser Hacker. Ich dachte, Ali macht beim nächsten Mal mit und so. Ich wollte mit Ali darüber reden. Ja, das Problem ist nur, mir fehlt das Geld, um mitzumachen, Rick. Wenn du mir natürlich. Fehlt das Geld? Ja, ich muss doch. $2000 Gebühren bezahlen, Mann. Die Zeit läuft, Junge, Preisgeld ist 15.000, Mann, das bringt die Geld. Die Zeit läuft. 15.000 geht an uns, egal wer gewinnt, du verschissener Wichser, ja? Nee, 15.000 geht an euch, Mann, ich kann doch nicht einfach so 15.000 geben. Komm mal mit, Sosa, Kevin, komm mal kurz. Was denn? Warum machst du Foto? Weißt du, was wir noch machen könnten? Er soll Wetten anbieten und wir schieben die Wetten. Ach, Digga, halt deine Fresse einfach, Tom. Ja, check ich. Das wäre wild. Tom. Ey, Sosa, lass uns doch einfach so machen, bei Bitcoin. Die Kämpfer unter